Herzlich willkommen im Rohkost ein, meint ihr Rohkost-Verrückten. Heute geht es um das sehr kontroverse Thema Wasser und ich möchte euch einmal den Akala QL One vorstellen, die meiner Meinung nach einfachste und effektivste Lösung dieses Problems. Das Thema Wasser ist auf jeden Fall in dieser ganzen Rohkost- und Vegan-Szene eines der absolut meistdiskutiertesten. Der eine sagt, nimm das, der andere sagt, nimm das, der vierte sagt, nimm jenes. Und im Prinzip weißt du nicht so recht, auf wen sollst du hören, wer sagt jetzt das Richtige. Und deswegen mache ich einfach lieber meine eigenen Erfahrungen, probiere selbst Dinge aus. Und genau, deswegen mache ich heute dieses Video, um euch meine neueste Errungenschaft einmal vorzustellen. Das Einzige, was jedoch unbestritten ist, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass Wasser enorm wichtig ist. In meiner Rohkost-Anfangszeit habe ich das so ein bisschen unterschätzt und dachte mir, wenn ich ganz viel Obst und Gemüse esse, reicht mir das aus und ich habe da genügend Wasser und fühle mich super. Und jetzt merke ich aber immer mehr, dass ich wirklich zusätzlich viel Wasser trinken muss. Und wenn ich das nämlich mache, fühle ich mich besser, läuft mein Körper runter und es geht mir einfach viel besser. Und die einfachste Lösung dieses Problems, die ja vielleicht auf der Hand liegt, wäre, machen wir einfach den Wasserhahn auf, trinken unser Wasser. Das Problem an dieser Sache ist nur, dass das Trinkwasser bei uns oder beziehungsweise das Leitungswasser bei uns nicht wirklich, also eigentlich ist es Trinkwasser, aber von der Qualität her trinke ich es nur, wenn ich jetzt nichts anderes habe. Denn Medikamentenrückstände, all möglichen Zeug ist da drin, was du eigentlich nicht in deinem Körper haben willst. Und auch das Mineralwasser, was du im Supermarkt kaufen kannst, ist leider nicht so wirklich eine Alternative, da es erstens ziemlich teuer ist, da man zweitens das ganze Zeug dann nach Hause schleppen muss und wenn man kein Auto hat, so wie ich, ist es ein größeres Problem auf jeden Fall. Und drittens, das Mineralwasser hat nicht so eine gute Qualität, wie viele Leute es glauben möchten. Und deswegen habe ich mich auf die Suche nach einer Alternative umgeschaut und bin mir ziemlich sicher, dass ich eine gute gefunden habe. Und zwar heißt mein neuestes Baby Akala QL One. Was jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen aussieht wie eine ganz normale Gießkanne, ist in Wirklichkeit ein ziemlich ausgeklügeltes Wasserfiltersystem. Und zwar machen wir oben den Deckel auf, gießen einfach unser Leitungswasser oben rein und dann komplett ohne unser Zutun, nur durch die Schwerkraft, läuft das sozusagen hindurch durch ein sehr, sehr cooles System. Obendrauf haben wir einen Mikroschwamm, den kann ich auch gerne mal rausnehmen. Der sieht so aus, zack, das ist ein Schwamm. Und durch den Schwamm läuft dieses Wasser durch und er hat eine Porengröße von höchstens 1 Millionstel Meter, was irgendwie noch weniger ist als eine Bakterie, also da kann überhaupt nichts durch. Und der ist dazu da, damit einfach kleine Partikel irgendwie rausgefiltert werden. Wenn das Wasser durch den Schwamm durch ist, haben wir hier 3 Gesteinsschichten. Zu oberst haben wir den Ionentauscher am Start, dann in der Mitte geht es durch die Hightech-Aktivkohle und zuletzt laufen wir noch durch eine Pi-Mineralisierung. Was das bedeutet, also, nein, kleiner Spaß, ich weiß es selbst nicht und will es dir auch nicht erklären, da du es bestimmt auch nicht verstehen wirst, aber das macht gar nichts. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass diese Schichten 99,9% aller Schadstoffe und sonstigem Krempel, den wir nicht in unserem Trinkwasser haben wollen, komplett herausfiltern. Chlor, Blei, Kupfer, Pestizide, all solche unschönen Dinge werden von dem guten Akala-Filter einfach mal komplett rausgenommen. Und das Schöne ist auch noch, im Vergleich zu normalen Wasserfiltersystemen, die entweder riesig groß sind oder in deinen Wasserhahn integriert werden müssen, ist der einfach so handlich und kann überall hin mitgenommen werden. Der war jetzt schon mit uns in Malaga und jetzt haben wir den natürlich auch mit nach Gran Canaria mitgenommen, weil er einfach mal wunderbar in den Koffer passt und gar nicht so viel Platz verbraucht. Du kannst nämlich sogar diesen Filter hier drin, kannst du rausnehmen, dann kannst du das untere noch irgendwie mit Socken und Unterwäsche füllen und sparst dadurch wunderbar Platz und es ist überhaupt kein Ding, das Ding mitzunehmen. Als wir noch in Deutschland waren, war ich auf jeden Fall auch schon Fan von diesem Gerät. Aber jetzt, seit wir hier auf Gran Canaria sind und dieses unglaublich miserable Leitungswasser nur am Start haben, was man überhaupt nicht trinken kann. Erstens, es schmeckt so eklig und ich will nicht wissen, was das in meinem Körper anrichtet, wenn ich das in Mengen trinken würde. Und dadurch, dass wir aber den Filter am Start haben, gießen wir es oben rein und kommt unten höchste Qualität Trinkwasser raus. Es hat zwar ein bisschen gebraucht, bis der Filter sich daran gewöhnt hat. Am Anfang hat es schon noch ziemlich komisch geschmeckt, aber dann so nach, ich weiß nicht, ich glaube 15 bis 20 Mal habe ich Wasser komplett durchlaufen gelassen, wieder weggeschüttet und dann nochmal neu gefiltert und jetzt mittlerweile, es schmeckt wie Wasser schmecken sollte und man merkt überhaupt gar nicht mehr diesen ekligen Geschmack, den das Leitungswasser eigentlich hat. Und das war auch schon meine kleine Lobeshymne für den Akala QL One. Sorry an dieser Stelle, wenn es so ein bisschen wie so ein Home-Shopping-Video rüberkam, aber ich finde dieses Ding einfach so geil
Und die Dinge, die ich wirklich selber gut finde und selber jeden Tag benutze, die promote ich dann auch richtig gerne. Und wenn du bei dem Thema Wasser dir so ein bisschen unsicher bist oder noch nicht so weißt, ah, was soll ich machen, ich kann dir nur empfehlen, das Ding auszuprobieren. Kostet kein Vermögen und ist aber richtig geil. Hier unten ist ein Link eingeblendet, wo du dich weiter zum Akala informieren kannst, wenn du möchtest. Schau da gerne mal vorbei. Und das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuschauen wieder mal. Ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben geben und gerne auch für den Akala einen Daumen nach oben geben. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Drückt da einmal auf den Abonnieren-Knopf, dann bekommt ihr in Zukunft alle Videos, die wir jemals machen werden. Jeden Tag eins. Klare Sache. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen bei Rohkost, einmal als Rohkost-Verrückten. Heute gibt es 756 gute Gründe, warum grünes Smoothie sowas von rocken und du viel mehr davon trinken solltest.